Ein komplettes Wochenende voller neuer Eindrücke zum Microsoft Flight Simulator 2024 innerhalb der technischen Alpha liegt hinter uns. Nach zwei ausführlichen Livestreams, die Links packe ich euch unten in die Videobeschreibung, möchte ich mit diesem kompakten Video hier einmal zusammenfassen, was ich erlebt habe. Wichtig dabei ist, wir müssen immer im Hinterkopf behalten, dass wir hier über eine Alpha sprechen, also über ein Programm, das sich in einem frühen Entwicklungsstadium befindet und dadurch lediglich in Ansätzen damit etwas zu tun hat, was wir am 19. November zur Release des Microsoft Flight Simulators 2024 bekommen. Und damit hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Andy, schön, dass du da bist. Zur Teilnahme an der technischen Alpha konnte man sich bewerben, mit etwas Glück teilnehmen und praktisch von heute auf morgen ging es dann los. Die Downloadgröße belief sich auf gut 9 GB und somit auf ca. ein Fünftel der Gesamtgröße zur Release, die wir aus den bereits bekannten Systemspezifikationen für PC kennen. Die Hardware, auf der ich die Alpha ausgeführt habe, packe ich euch ebenfalls in die Videobeschreibung. Als Peripherie kamen Maustastatur und Xbox-Controller zum Einsatz. Die Peripherie mit dem Fragezeichen stellt den zu diesem Zeitpunkt noch angeschlossenen Tobii Eye Tracker 5 dar. Die verfügbare Sprache innerhalb der Alpha war ausschließlich Englisch. Nach anfänglichen Grundeinstellungen starteten wir mit der Erstellung unseres Charakters. Hier können wir uns entweder für eines der zahlreichen vorgefertigten Presets entscheiden oder aber eine Vielzahl von Punkten individuell selbst festlegen. Gesicht, Körper, Haare, Stimme und auch was die Kleidung angeht, dürften keine Wünsche offen bleiben. Das einzige, was der Community während des Livestreams fehlenderweise aufgefallen war, waren Bärte, verbunden mit der Hoffnung, dass diese nur in der Alpha fehlen und in der fertigen Version vorhanden sind. Ebenfalls bereits sehr umfangreich integriert ist das Thema Steuerung. Innerhalb der beiden mehrstündigen Livestreams haben wir uns gerade in Teil 1 sehr umfangreich damit befasst. Alleine dieses Thema würde den Rahmen eines kompakten Videos wie diesem hier sprengen. Als Flugzeuge standen zur Auswahl die F-18, die X-Cub und die Cessna 172, auf die ich mich stärker fokussierte als auf die anderen beiden Maschinen. Mögliche Inhalte innerhalb der Alpha waren der Weltfotograf, die Karriere, der Challenge Mode und der freie Flug, mit dem ich mich als erstes beschäftigte. Wer den Microsoft Flight Simulator 2020 bereits kennt, der wird sich auch hier sehr schnell zurechtfinden. Was direkt auffällt, ist die verbesserte Darstellung der Karte, hier am Beispiel vom Airport in Friedrichshafen. Zum einen ist auf maximaler Zoomstufe alles sehr gut erkennbar, zum anderen fallen bereits auf der Weltkarte die Jahreszeiten auf, je nachdem zu welcher Zeit wir abheben möchten. Was ich im Livestream ebenfalls sehr ausführlich gezeigt habe, ist das EFB. Hierauf führen wir unsere Flugplanung durch, exportieren das Ganze an die Avionik unseres ausgewählten Fluggerätes und nehmen unser Tablet zur weiteren Verwendung während des Fluges einfach mit. Nach kurzer Orientierung ging es auf nach Alaska zur ersten Flugroute. Die Ladezeiten waren dabei angenehm kurz, da sich die Weltkarte und der Flug an sich nun in der gleichen Simulationsumgebung befinden und verbunden mit einer kurzen Ladesequenz lediglich auf das Flugzeug hineingezoomt werden muss. Ein Punkt, der bisher bei mir persönlich weniger Gewicht im Microsoft Flight Simulator 2024 hatte, ist die Möglichkeit, das Fluggerät zu verlassen. Und das habe ich tatsächlich komplett unterschätzt. Zum einen bauen wir einen ganz neuen Bezug zu unserem Fluggerät auf, da wir uns im Rahmen vor und nach unserem Flug ganz anders damit beschäftigen können. Als Beispiel wäre hier zu nennen, dass wir uns während der Karriere gerade am Anfang sehr intensiv damit beschäftigen, diverse Checks durchzuführen, Covers zu entfernen und so weiter. Und auch der Start im freien Flug aus dem Cold and Dark heraus soll zukünftig außerhalb des Flugzeugs beginnen. Sprich, bevor wir das Flugzeug starten, müssen diese Checks auch erst wirklich durchgeführt werden. Ob sich das automatisieren lässt, wird man sehen. Und zum anderen lädt das unbegrenzt mögliche Herumlaufen selbstverständlich auch dazu ein, die Gegend einfach genauer zu erkunden, beispielsweise später im Fotomodus oder einfach so. Man kann zu jeder Zeit überall landen und aussteigen. Direkt beim ersten freien Flug habe ich mich somit nach 20 Minuten dabei selbst ertappt, wie ich in der Umgebung meines Flugplatzes umherlief, um die Gegend zu erkunden und mein Flugzeug besser von außen kennenzulernen. Nachdem ich dann doch irgendwann abgehoben war, konnte man in dieser frühen Alpha bereits verschiedene Wetteroptionen auswählen und auch das Tablet, welches wir hier im Hintergrund sehen und ich vorhin bereits innerhalb der Weltkarte erwähnt hatte, war einsatzbereit. Der gut 20-minütige Flug lief ohne weitere Zwischenfälle ab und wir landeten sicher am Zielflugplatz. Der nächste große Bereich, den ich innerhalb der Technical Alpha angetestet hatte, war der Karrieremodus.
Im ersten Schritt können wir hier unseren Heimatflughafen frei wählen. In meinem Fall entschied ich mich wieder für Friedrichshafen. Nach einer Cutscene, die in der Testversion aktuell noch keine Unterschenkel mag, treffen wir als erstes auf die Besitzerin des Aeroclubs, die uns viele Detailinformationen verrät. Außerdem nimmt sie uns während des ersten Fluges an die Hand und wir bestreiten diesen gemeinsam. Im Anschluss lässt sie uns dann nach und nach von der Leine und wir beginnen, unseren eigenen Weg zu gehen. Dieser lässt verschiedene Optionen offen und unsere Karriere beginnt. Eine weitere Möglichkeit, die innerhalb der Technical Alpha antestbar war, ist der Fotomodus. Hier stehen diverse Aufgaben an, die wir an bestimmten Orten auf der Welt erledigen müssen, dorthin fliegen und entweder während des Fluges die Fotos schießen oder an bestimmten Punkten landen, um zu Fuß weiter voranzukommen, um das Ziel zu erreichen. Die sogenannte Challenge League erinnerte mich stark an den Top Gun DLC aus dem Microsoft Flight Simulator 2020. Mit der F-18 ging es bei der Herausforderung darum, den Parcours möglichst schnell zu absolvieren. Die erreichte Zeit kann man dann entweder weltweit mit Pilotinnen und Piloten vergleichen oder auch innerhalb des Freundeskreises. Worin ich mich während der Testphase immer wieder verloren hatte, war der freie Flug und im schlichten Erkunden der Gegend. Bereits jetzt in der frühen Alpha-Phase gab es sehr beeindruckende Bilder, untermalt von den Jahreszeiten und dem entsprechenden Laub auf den Bäumen. Und selbstverständlich konnten wir an vielen Stellen auch erkennen, dass wir uns hier innerhalb einer technischen Alpha befinden. Das Ziel dieses Tests war, automatische Telemetriedaten zu mehreren vom Microsoft Flight Simulator 2024 verwendeten Online-Diensten zu sammeln. Es fehlen also schlichtweg viele Punkte und wir sind im Rahmen dieser Alpha auch ganz weit davon entfernt, ein fertiges Produkt zu sehen. Dinge wie beispielsweise der weltweit dargestellte Schiffsverkehr funktionierten noch nicht, Gebäude wurden teilweise nicht oder nicht korrekt dargestellt und auch viele Punkte in den Einstellungsmöglichkeiten waren einfach noch nicht vorhanden. Und das sind aber alles Punkte, die während so eines Tests ganz normal sind. Wie ich teilweise den Kommentaren bzw. den Reaktionen auf meinen Inhalten entnehmen kann, ist das aber scheinbar nicht jedem wirklich verständlich. Meine Empfehlung dazu ist, insofern man Schwierigkeiten hat, Tests dieser Art richtig einzuordnen, sollte man sich eventuell überlegen, Abstand davon zu halten, um sich die Vorfreude auf ein Produkt, welches sich noch in Entwicklung befindet, nicht zu nehmen. Wenn man allerdings mit dem entsprechenden Mindset an die Alpha herangegangen ist, konnte man sich einen sehr guten ersten Eindruck davon holen, was uns ab dem 19. November 2024 erwartet. Und wer weiß, vielleicht steht ja der ein oder andere Test noch spontan ins Haus. Insofern es hierzu Neuigkeiten gibt, halte ich euch hier auf meinem Kanal natürlich jederzeit auf dem Laufenden. Bis zu Release wird es nun vom Entwicklerteam rund um Jörg Neumann wöchentliche Entwickler-Livestreams geben. Dort werden dann verschiedene Themenschwerpunkte behandelt und es sind auch immer wieder Gäste geladen. In dieser Woche war das zum Beispiel das Entwicklerteam von FlightFX, die unter anderem für den Vision Chat im Microsoft Flight Simulator verantwortlich sind. Wer sich diese Inhalte im Nachgang reinziehen bzw. kommende Livestreams nicht verpassen möchte, alle relevanten Links packe ich euch unten in die Videobeschreibung. Außerdem auch hier nochmal der Hinweis, diese Zusammenfassung hier stellt Inhalte aus insgesamt über 7 Stunden Livestream auf meinem Kanal dar. Wer hier detaillierter in all die genannten Themen einsteigen möchte, findet in den Aufzeichnungen entsprechende Kapitelmarker, um gezielt an bestimmte Punkte hinspringen zu können. Alle Links dazu ebenfalls in der Videobeschreibung. Wie sind eure Eindrücke aus der technischen Alpha zum Microsoft Flight Simulator 2024? Habt ihr selbst daran eventuell teilgenommen oder möchtet ihr das hier Gesehene kommentieren? Verwendet hierzu sehr gerne die entsprechende Funktion unter dem Video. Däumchen und Abo bitte nicht vergessen. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure tolle Unterstützung, wünsche euch eine gute Zeit und bin raus.